Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute präsentiere ich euch die besten Dystopien. Dystopien sind Zukunftsromane oder Gedankenexperimente in einer uns ähnlichen Welt, in der nahen Zukunft, weiten Zukunft, was auch immer. Und ja, ich mache dieses Video in Zusammenarbeit mit dem Mixed Vision Verlag und ja, würde sagen, wir starten auch gleich mit dem ersten Buch. Das erste Buch ist auch direkt aus dem Mixed Vision Verlag und zwar 6 Leben. Ein richtig spannendes Buch, das von Gabriel handelt, der in einer Welt lebt, die unserer super ähnlich ist. Nur ein Unterschied gibt es, und zwar kann man mehrere Leben haben. Sprich, man kann im Verlauf seines Lebens einfach mehrmals sterben. Es ist nicht so, dass man immer wieder neu geboren wird, sondern es geht einfach direkt da weiter, wo man als letztes gestorben ist. Und ich finde dieses Prinzip einfach schon super interessant. Also das ganze System dahinter schon mal irgendwie super cool. Und die Story allein ist auch sehr faszinierend. Denn ja, so ein bisschen, Gabriel weiß nicht so ganz zu schätzen, was er mit diesen 6 Leben eigentlich alles anstellen könnte und verschwendet sie dann so ein bisschen, ohne jetzt da zu viel zu verraten. Und wie er das macht und was da so alles passiert, das erfahrt ihr in 6 Leben. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Mir hat es super gut gefallen und ja, auf jeden Fall einfach mal so zum Anschauen. Es ist wirklich spannend, hat auch nur knapp 220 Seiten, also lässt sich auch relativ schnell lesen und ja, das hat mir wirklich gut gefallen. Eine der ersten Dystopien, die ich jemals gelesen habe, war von Sarah Crossan. Und Sarah Crossan zählt zu meinen Lieblingsautorinnen mittlerweile. Sie schreibt mittlerweile gar keine Dystopien mehr, aber mit Brief ist sie relativ bekannt geworden, international. Und es ist eine Dilogie und heißt Gefangen unter Glas, der erste Teil. Und es geht um 3 Jugendliche, die in einer Welt leben, in der Sauerstoff sehr knapp ist. Sie leben unter einer Glaskuppel. Da gibt es noch genügend Sauerstoff, aber der Rest der Welt scheint unbewohnbar zu sein. Allerdings kommt es dann, dass sie plötzlich außerhalb dieser Kuppel sind und entdecken, dass da eventuell doch noch ein bisschen mehr ist, und sie fangen an zu hinterfragen, was dieses ganze System soll. Es ist insbesondere deshalb auch so cool, weil es natürlich auch so den ganzen Klimawandel und unseren Umgang mit der Natur anspricht. Es ist aber auch super interessant, richtig cool geschrieben, und ich fand das System in dem Buch einfach so faszinierend. Ich weiß auch, das war wirklich eine meiner ersten Dystopien und hat mir unfassbar gut gefallen. Dann ein Buch, das ich ebenfalls vor längerer Zeit schon gelesen habe, Aquamarine von Andreas Eschbach. Schaut euch mal dieses Cover an, wie wunderschön das ist. Ich hoffe, man sieht das einigermaßen. Auf jeden Fall geht es hier um Saha, die in einem zukünftigen Australien aufwächst, in dem alles Mögliche möglich ist, dank Technologie und Genmanipulation. Menschen können, ja, können sich genmanipulieren lassen. Die Welt ist einfach super crazy, außer da, wo Saha lebt. Da versucht man eigentlich so ein bisschen moderater damit umzugehen, mit der ganzen Technik. Allerdings hat Saha ein Geheimnis, von dem sie selbst lange nichts weiß. Und zwar kann sie unter Wasser atmen. Und was das Ganze dann irgendwie mit ihrer Herkunft zu tun hat und ihrer Geschichte und warum da Leute hinterher sind, das erfahrt ihr in diesem Band. Ich glaube, es gibt mittlerweile 3 oder 4 Bände. Ich habe allerdings nur die ersten 2 gelesen, möchte aber unbedingt weiterlesen, weil mir diese Reihe wirklich super gut gefallen hat und Andreas Eschbach auch noch 2. Mal in diesem Video vorkommen wird, weil ich ihn wirklich einen super coolen Autor finde. Eine Dystopie, die den meisten von euch bekannt sein dürfte, ist Die Bestimmung. Ich habe es leider nicht als Printexemplar da, ich habe die damals aus der Bibliothek ausgeliehen. Das sind ebenfalls eine der ersten Dystopien gewesen, die ich damals gelesen habe, aber ich finde sie so, so, so spannend. Und ja, die haben mich richtig gefesselt. Es geht um Triss, die in eine der 5 Kategorien eingeteilt werden soll, wie sie ihr Leben in Zukunft verbringt. Und im Gegensatz ihrer Erwartungen und derer ihrer Familien wird sie dann in die der Kämpferin eingeteilt, beziehungsweise ja, doch der Kämpferin. Und plötzlich beginnt ein ganz crazy Machtspiel und plötzlich, ja, schaut sie so hinter die, ja, sagen wir, sie hinterfragt das System, wie das ja so ganz so oft ist in den ganzen Dystopien, aber das war wirklich super, super spannend, ist eine Trilogie. Und viele mögen das Ende nicht. Ich persönlich fand das Ende eigentlich ziemlich cool, zumindest einen Teil davon. Den anderen Teil fand ich dann eher so ein bisschen schade. Ja, da könnt ihr mir übrigens gerne auf Instagram auch eine Direktnachricht schreiben, falls ihr da Austausch haben wollt zu dem Ende. Ich weiß, dass viele wollen sich da irgendwie austauschen, was ich auch gut verstehe. Das ist irgendwie auch so ein bisschen crazy, das Ende. Und ja, aber ansonsten lohnt sich diese Reihe auf jeden Fall. Gerade der erste Teil ist unfassbar gut und richtig spannend geschrieben. Also
Die Bestimmung, die, wenn ihr die noch nicht kennt, dann müsst ihr die unbedingt mal lesen. Genauso wie Drive von Neil Schusterman, das in einer sehr nahen Zukunft abspielt und davon handelt, dass plötzlich kein Wasser mehr aus den Wasserhähnen fließen und Wassermangel herrscht und das ganze Szenario dann eigentlich so behandelt, wie gehen Menschen damit um, wenn plötzlich kein Wasser mehr da ist. Etwas, das für viele Menschen, zumindest bei uns, in unserem ja, Breitengraden zwar etwas Selbstverständliches ist. Ja, und es ist super erschreckend und auch macht ein bisschen Angst teilweise, aber ich fand es unfassbar genial. Also wirklich eines meiner Lieblingsbücher bis heute, Dry, und super spannend auch erzählt und ja, echt mega. Ebenfalls ganz gut gefallen hat mir Ophelia Scale von Lena Kiefer. Das handelt von einer Welt, in der Technologie nicht mehr existiert, weil sie verboten wurde, außer in ganz, ganz geringem Maße. Und Ophelia und einige andere Widerstandskämpfer wollen die Technologie zurückbringen und dafür den König dieses Landes, dieses Reiches umbringen. Und Ophelia soll diese Mission dann erfüllen. Sie kommt an den Hof des Königs, wird da eine seiner Kriegerinnen und ihr Plan ist es dann eigentlich, ihm so nah genug zu kommen, dass sie ihn töten kann. Aber wird sie das schaffen und ist das ganze System wirklich so schlecht, wie alle denken? Und ja, dann kommt natürlich auch noch so ein bisschen Liebe ins Spiel. Ich fand es wirklich ziemlich cool, habe allerdings bisher nur den ersten Band gelesen letztes Jahr und die anderen beiden Bände warten aber schon, von mir weitergelesen zu werden. Ich habe es bereits gesagt, aber Andreas Eschbach wird noch ein zweites Mal hier auftauchen und zwar mit NSA von Andreas Eschbach, logischerweise. Ja, genau, hier geht es um, das ist nicht so eine richtige Dystopie, es ist mehr ein Gedankenexperiment in der Vergangenheit, was ich super cool finde, und zwar spielt das Ganze während dem Zweiten Weltkrieg und behandelt sozusagen die Frage, was wäre, wenn es damals schon Computer gegeben hätte. Super crazy, was da mit möglich gewesen wäre, was das auch für eine Veränderung im, ja, in Bezug auf das Ende des Kriegs bedeutet hätte, aber halt auch auf den ganzen Antisemitismus, auf den Holocaust etc. Es ist ein hartes Buch, das tut echt weh zum Lesen. Es ist ein Buch mit vielen unsympathischen Figuren, aber extrem genial geschrieben. Wirklich eines der Bücher, die mich sehr geprägt haben, im Sinn von ja einfach noch nachhaltig lange bewegt zum Nachdenken und welche Macht einfach Computer eigentlich haben und dass wir auf jeden Fall alles in unserer Hand Machtstehende tun sollten, dass sich so etwas wie im Zweiten Weltkrieg passiert ist, nie wieder wiederholen soll. Ein Buch für Fans von Die Tribute von Panem ist auf jeden Fall dieses Buch hier von Julie Roth, MMCCX, das heißt 2210, Du kämpfst wie ein Mädchen. Es handelt von einer zukünftigen Welt, das dem alten Rom ähnelt, in dem es Gladiatorenkämpfe gibt. Und da muss Asya, muss da in der Arena kämpfen, um Geld zu verdienen für ihre Familie. Und ja, wie das Ganze dann ausgeht und was es überhaupt mit diesem System auf sich hat, das erfahrt ihr in diesem Buch. Ich fand es, es ist jetzt auf jeden Fall nicht mein liebstes Buch aus dieser Liste, aber ich fand es trotzdem relativ cool. Es ist auch ein Buch einer sehr jungen Autorin und ja, hat mir gut gefallen. Also könnt ihr trotzdem mal gerne anschauen. Und ja, wie gesagt, ich glaube so gerade für Fans, die so Szenarien wie Hunger Games cool finden, denen wird das auf jeden Fall gefallen. Und ein Buch, das ich ebenfalls super cool fand, ist Home, das Erwachen von Eva Sigmund. Da gibt es auch einen zweiten Teil. Ich muss allerdings sagen, ich finde den ersten Teil bedeutend besser. Auch wenn der zweite Teil nicht schlecht ist, ist nur so, dass der zweite Teil in eine sehr andere Richtung geht, als man das denken könnte. Es geht ebenfalls um eine Welt, in der Naturkatastrophen die Welt so ja, geprägt haben, dass es sehr wenig Wasser gibt und die Lebensstandards sehr tief sind. Und um eine ja, Parallelwelt, in der die, wie heißt sie nochmals, Zoe gelebt hat und auf einer Akademie, wo sie ausgebildet wurde für eine Mission und plötzlich ist sie wach, sie erwacht aus einem Koma und soll plötzlich irgendwie seit Jahren angeblich in diesem Koma sein. Dabei war sie doch angeblich an dieser Akademie. Ist das jetzt, ist das Ganze Realität? Ist das Ganze alles nur in ihrem Kopf passiert? Was hat es damit auf sich? Und ja, es ist super crazy, auch irgendwie schwierig zusammenzufassen. Nur kann ich sagen, es lohnt sich wirklich, das mal ein bisschen genauer anzuschauen. Super, super interessant.
Und dann noch gelöscht von Terry, was wahrscheinlich den meisten von euch ein Begriff sein wird. Das ist ja auch eine sehr bekannte Reihe. Auch hier habe ich nur den ersten Teil gelesen. Die restlichen zwei sind aber dieses Jahr fest angemerkt, dass ich die endlich höre oder weiterlese. Ja, es geht eigentlich darum, dass man Leuten, die ein Verbrechen begangen haben, ihr Gedächtnis löscht und ihnen sozusagen einen Neustart ins Leben erlaubt. Aber ist es wirklich so, dass diese Menschen wirklich alle ein Verbrechen begangen haben? Das kann man ja dann irgendwie gar nicht mehr wissen, weil man ja sein Gedächtnis verloren hat. Und ja, Kyla ist sozusagen auf der Spur herauszufinden, was da alles wirklich passiert ist oder nicht. Und es hat mir super gut gefallen und ich freue mich auch auf die weiteren beiden Bände, wenn ich die dann endlich lesen kann. Vielleicht muss ich den ersten Teil auch nochmal wieder lesen oder auf jeden Fall eine kleine Zusammenfassung lesen, damit ich da vielleicht auch so ein bisschen weiß, wie es weitergeht. So, und das war's dann auch jetzt schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mich gerne wissen, ob ihr ein Buch entdeckt habt, das euch anspricht. Und vergesst auch nicht, Sechs Leben anzuschauen. Danke vielmals an den Big Swishen Verlag für diese coole Zusammenarbeit. Es hat mir wirklich super viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen und auch ein bisschen genauer vorzustellen. Auf Instagram findet ihr auch noch einen Beitrag dazu und auf meinem Blog ebenfalls. Also schaut da ebenfalls gerne vorbei. Vergesst nicht, einen Daumen hoch dazulassen, meinen Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder.